Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 123, 1, 2, 3, am Dienstag, dem 27. August 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint normalerweise am Dienstag auf www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, Apple Podcast, auf YouTube. Und bei YouTube freue ich mich auch über deine Kommentare. Auf ralfstumpf.de/newsletter kannst du meinen Newsletter abonnieren und dann erfährst du immer vom aktuellen Podcast und bekommst auch jeden Samstag einen NLP-Essay ins E-Mail-Postfach. Ja, ist das nix? Heute geht's um Ordnung und Chaos, aber vor allem um Ordnung und ein bisschen Chaos. Viel Spaß! In dieser neuen Podcast-Reihe stelle ich ja jeden Podcast unter einen emotionalen Begriff. Ordnung. Ist Ordnung eine Emotion? Also, ich glaube ja. Weil manche kommen ja ins Coaching und wenn man sie fragt, was ist denn dein Problem, sagen die so, ich habe das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung. Oder im Englischen würden manche sagen, I'm a mess, im Deutschen vielleicht, ich fühle mich ganz durcheinander. Und wenn Coaching gut läuft, haben Leute dann das Gefühl, sie wären jetzt in Ordnung oder sie haben das Gefühl, ihr Leben ist in Ordnung. Und manch einer sagt auch, ich fühle mich irgendwie aufgeräumt. Und vielleicht kennst du das auch. Es gibt Leute, die deswegen ihr Zimmer oder ihre Wohnung aufräumen, um sich selbst in Ordnung zu bringen. Das ist eine gute Idee, wenn man da dann sozusagen über Ebene 1 den Kontext sich selbst aufräumen kann. Das Einzige, wo ich das Ganze wirklich als Therapie- und Coaching-Ansatz kenne, ist von dem Pfarrer Kneipp. In der Kneippschen Arbeit gibt es Ordnungstherapie. Das ist so die Idee, bring von jemandem erstmal dessen Leben in Ordnung oder helft der Person, das Leben in Ordnung zu bringen und dann kommt auch die Innenwelt in Ordnung. Und inzwischen ist das ja ein bisschen trendy, Marie Kondo und sowas in der Art, Cleaning, Rituale. Also ich glaube durchaus, dass Ordnung ja, so eine Art Emotion ist. Ich meine, wenn du auf YouTube gehst, du findest massenhaft Videos, wo du Leuten beim Aufräumen und Dinge in Ordnung bringen zugucken kannst. Es gibt sogar Videos, wo man einfach nur Dinge sieht, die ordentlich sind. Und vielleicht kennst du auch diese lustigen Bildbände. Es gibt einen Bildband, der heißt Kunst aufräumen, wo jemand berühmte Kunstwerke einfach die ganzen Elemente rausgenommen hat und geordnet hat. Und es gibt auch entsprechende Bilder, die kannst du, glaube ich, auch googeln, wo Leute, ich glaube, hin bis zum ganzen Auto in Einzelteile aufgelöst haben und die dann geordnet haben und sortiert haben. Und viele Menschen sehen sowas gerne. Das heißt, wenn bestimmte Dinge in Ordnung sind, wenn sie in einer bestimmten Ordnung sind, dann hat das scheinbar durchaus was Heilsames und was Tödliches. Und da rede ich jetzt nicht von Langeweile, sondern da rede ich davon, dass es ein Spektrum gibt von, bei Spektrum denke ich immer, es klingt wie ein Trummspeck, aber es ist, sorry für den Einschub hier. Also es gibt ein Spektrum von Ordnung zu, das ist mit diesem Trumspeck, das war jetzt so ein chaotischer Einwurf in einem ordentlichen Podcast, merkst du das? Also, denk dir ein Spektrum, du wirst dann jetzt nie wieder das Wort Spektrum hören können, ohne an ein Trumspeck zu denken. Denk dir ein Spektrum von Ordnung zu Chaos. Und ich sehe das immer innerlich aus dem Vortrag über Chaostheorie von Vera F. Birkenbiel, da hat sie genau dieses Spektrum hingemalt, also einfach eine Linie und bei ihr war, glaube ich, links die Ordnung und rechts das Chaos, was nicht verkehrt wäre, weil dann würde es auch der üblichen Schreibweise von Spiral Dynamics folgen. Ordnung und Chaos und in diesem Spektrum oder auf diesem Spektrum sind zwei Sachen sicher, nämlich, dass sowohl in der absoluten Ordnung als auch im absoluten Chaos Leben nicht möglich ist. Also diese beiden Punkte
Als Absolutwerte oder wenn wir uns ihnen sehr nähern, sind einfach komplett lebensfeindlich. Also wir könnten nicht in kompletter Ordnung leben und nicht in komplettem Chaos, sondern irgendwo dazwischen. Da findet das Leben Spaß statt, da macht das Leben Spaß. Und die große und entscheidende Frage ist jetzt, und die werden wir heute in diesem Podcast nicht klären, wo ist der Punkt zwischen Ordnung und Chaos? Und wahrscheinlich kannst du die Geschichte, na, vielleicht nicht der Menschheit, na, vielleicht doch der Menschheit, aber zumindest die von Gesellschaften und von einzelnen Menschen durchaus auch unter anderem danach sortieren oder auch ordnen. Ob die einen sagen, oh, wir bräuchten da jetzt ein bisschen mehr Ordnung, und die anderen sagen, nein, im Gegenteil, wir brauchen ein bisschen mehr von dem anderen. Und Fußnote, die dann für das Chaos sind, die würden das nicht Chaos nennen, die nennen das anders. Da komme ich gleich drauf und da habe ich auch vor über 2 Jahren eine vierteilige Newsletter-Serie geschrieben, auf die ich in den Shownotes noch dir einen Link setzen werde, dass du die nachlesen kannst. Also jedenfalls, es gibt die einen Leute, die eher so der Meinung sind, ja, das ist schon ganz gut, aber wir bräuchten ein bisschen mehr Ordnung. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, ist wirklich ganz gut, aber wir haben ein bisschen zu viel Ordnung. Und diese beiden Richtungen kannst du, wenn du möchtest, auch ein bisschen politisch verorten. Also das Klischee, der Klassiker ist, dass die politisch eher rechtsdenkenden Menschen die sind, die gerne ein bisschen mehr Ordnung hätten, ein bisschen klarer sortiert die ganze Welt, während die politisch eher links denken, denen wird es leicht zu viel mit der Ordnung und sie möchten gerne ein bisschen von dem Gegenteil haben. In diesem Podcast hier heute soll es vor allem darum gehen, dass du lernst, Ordnung als so eine Art Intervention, vielleicht sogar besser gesagt, als eine Art Medikament einzusetzen, sodass du im Selbstcoaching und wenn du irgendwie Freunden und Bekannten hilfst und wenn du vielleicht auch Selbstcoach bist, dass du weißt, dass es manchmal Menschen gibt, wo du ein bisschen Ordnung verschreiben musst oder hinzufügen musst. Und andere Leute gibt es, wo es gut ist, ein bisschen von der Ordnung rauszunehmen und denen zu helfen, sich ein Stück mehr Richtung Chaos zu bewegen. In dieser besagten vierteiligen Newsletter-Serie, das spoilere ich jetzt mal, habe ich einen ersten Letter geschrieben, wie gesagt, ich verlinke das unten. Habe ich einen ersten Letter geschrieben, wo ich grundsätzlich in dieses Konzept von Ordnung und Chaos einführe. Dann einen, also den zweiten in der Serie, geht dann darüber, dass ich NLP vorstelle als Tochter des Chaos, also als Methode, mit der du in dein Leben eine gesunde Art von Chaos bringen kannst. Da habe ich dann auch geschrieben, dass diese Seite des Chaos wahrscheinlich eher sagen würde, dass es um Freiheit und Gleichheit und so weiter in der Richtung geht. Wir kommen gleich drauf, wenn es darum geht, wie man Ordnung irgendwo reinbringt. Dann kommt im Teil 3 NLP als Streiter für die Ordnung. Und dann im Abschlussteil habe ich mich selbst geoutet und aufgedeckt, wo ich das NLP so sehe. Und meine Meinung ist, dass das NLP innerhalb des Spektrums der Therapie- und Coaching-Methoden nicht genau in der Mitte ist, sondern ein bisschen näher an der Seite der Ordnung. Und ich glaube, man kann das gut mit Spiral Dynamics kombinieren, dass die individuellen Seiten, also beige, rot, orange und gelb, neigen eher Richtung Ordnung und Struktur. Männliche Qualitäten, Erkenntnis und Handlungsbereich. Und die kollektiven Spiral Dynamics-Ebenen, also Purpur, Blau, Grün und dann später käme Türkis, neigen eher in die Richtung Chaos, nennt man es halt von der individuellen Seite her. Ich habe das in diesem Newsletter näher aufgedröselt. Und habe dazu ja auch die Spiral Dynamics Podcasts gemacht. Das gilt jetzt für die Perspektive des Individuums. Wenn du von der Seite des Kollektiv guckst, ist es genau andersrum. Dann sind die Seiten, die ich jetzt gerade individuell genannt habe, wo ich sage kleines Selbst, das ist da, wo das Kollektiv das Ganze eher als chaotisch empfindet, während die kollektiven Seiten, die ich jetzt gerade als Seiten des Chaos dargestellt habe, das sind die,
wo das Kollektiv eher in die Ordnung geht. Das heißt, dass diese Balance zwischen Ordnung und Chaos in einer Gesellschaft auch gerne ein bisschen zwischen Individuum und Kollektiv stattfindet. Und ich habe die These, dass NLP also eher zur Ordnung gehört und von daher jetzt im Spektrum der Therapie- und Coaching-Methoden, die sich ja praktisch alle auf Grün befinden, weil da wird das Unbewusste entdeckt, ist NLP eher in der Mitte von Spiral Dynamics, das heißt näher an Orange. Und drum, für Leute, die aus Orange kommen, erstmal sehr gut zum Einsteigen, weil die kommen ja dann aus einer sehr rationalen, strukturierten, ordentlichen Welt und dann stürzen die sich halt nicht so gerne gleich in sowas komplett intuitiv chaotisches. Go with the flow, folge deinem Herzen, lass dich fallen, gib dich hin und vertraue dich dem Fluss des Lebens an, sondern sie kriegen im NLP erstmal Formate. Also klare Schrittfolgen, 1, 2, 3, 4 und sowas in der Richtung. Und dann auch diese ganze Idee von NLP mit WAKOG, mit Kriterien, mit Modeling. Also es gibt da im NLP schon eine ganze Reihe von Sachen, die eher Ordnung machen. Aber manch einer kommt ja auch zum NLP, um innerlich aufzuräumen, um innerlich zu strukturieren. Und ich will dir jetzt gleich auch die Ressource der Ordnung im NLP vorstellen, wo die vor allem halt auch eine große Rolle spielt. Aber vorher noch ganz kurz ein Hinweis auf das Gegenteil, nämlich auf das Chaos, wenn man das braucht. Das gehört natürlich eher in die weiblichen Archetypqualitäten, also in dem Fall Beziehungsbereich, das wäre Liebenden und große Mutter. Da geht es um die Auflösung von Strukturen. Und eine der am stärksten ordnenden Sachen, oder sagen wir mal, die zwei Dinge, die sehr stark ordnen, sind zum einen, das würde ich ganz klar auf Platz 1 setzen, Ziele. Ziele bringen Ordnung oder besser die Illusion von Ordnung ins Leben. Und je längerfristiger die Ziele sind, umso größer ist die Illusion von Ordnung. Und von daher, wenn du jemand bist oder du jemanden kennst, wo du das Gefühl hast, oh, in das Leben bräuchte es ein bisschen mehr Ordnung, dann wären Ziele ein sehr gutes Mittel, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wenn du andererseits das Gefühl hast, dass jemand sich da bereits in so ein Strukturgefängnis hineingemauert hat und vielleicht ein bisschen mehr Chaos bräuchte, dann wäre das die Idee, komm, lass doch mal deine Ziele einfach los und überlass dich dem Fluss des Lebens, den Impulsen, den Anregungen, alles, was da kommt. Und lass dich einfach überraschen, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Dann an Überraschungen, Geschenk, an Erstaunen, an Schrecklichem oder auch an Schönem. Und nichts ist schneller als spontan und das Leben findet in der Gegenwart statt. Wenn aber jemand das ist, der sagt, nee, ich brauche ein bisschen mehr Ordnung, dann ist die zweite Möglichkeit nach den Zielen natürlich die Ursachen. Das heißt, je weiter ich in die Vergangenheit zurückgehe und dort ganz klare Ursachen finde, Ursache-Wirkungsdenken für das, was in der Gegenwart ist, umso mehr habe ich wieder eine Ordnung und eine Struktur in meinem Leben. Dass NLP die Struktur mag, finde ich, erkennt man auch daran, wie Bandler und Grinder ihr erstes großes Buch genannt haben, weil das trägt den schönen Titel Die Struktur der Magie. Das heißt, das ist diese Idee, die halt im NLP von Anfang an eine ganz große Rolle spielt, nämlich wir finden eine Ordnung, wir finden eine Struktur. Denn das, was wir Chaos nennen, ist ja in vielen Fällen einfach nur, dass wir die Ordnung nicht erkennen. Ich muss hier, glaube ich, eine kleine Klammer aufmachen und drei Begriffe voneinander abgrenzen, nämlich die Begriffe Ordnung, Unordnung und Chaos. Also Unordnung und Chaos miteinander zu verwechseln, ist eine ganz schlechte Idee, weil Unordnung und Chaos sind im Grunde fast schon das Gegenteil. Ich kann dir es ziemlich einfach erklären. Also wenn du in einen Wald gehst, einen richtig schönen, naturbelassenen Wald, einen Urwald, dann befindest du dich in einer chaotischen Struktur, weil die Bäume wachsen da, wie sie wollen. Hier wächst ein Baum, da wächst ein Strauch, da geht es ein bisschen hoch, da geht es ein bisschen runter, hier liegen Blätter, Äste, Steine, vielleicht gibt es irgendwo einen Fluss. Und das Ganze ist chaotisch, weil es keiner bestimmten Ordnung folgt. Wenn du dann in diesem Wald plötzlich irgendwo Dosen findest oder Taschentücher oder Grillreste oder sowas in der Art, dann hast du das Gefühl, nee,
Das gehört hier nicht hin, das ist jetzt unordentlich. Das heißt, unordentlich ist es dann, wenn es eine Ordnung gibt und dagegen verstoßen wird. Das heißt, Chaos ist der Zustand vor oder jenseits einer Ordnung. Unordnung ist, wenn es eine Ordnung gibt und dagegen verstoßen wird. Wenn du jetzt in diesem Wald weitergehst und du kommst dann in eine Ecke, wo aufgeforstet wird, eine Baumschule. Also Wälder sind ja häufig einfach auch nur irgendwelche Landwirtschaftsfabriken, Monokulturen. Und du da irgendwelche Fichten hast, in Reih und Glied stehen, alle im selben Abstand voneinander. Und du denkst dir, da gefällt es mir nicht, da will ich weg, weil das ist mir jetzt zu ordentlich. Oder stell dir vor, du machst einen Urlaub im Gebirge und über Nacht hat irgendjemand die Alpen der Größe nach sortiert. Ich kann mir vorstellen, dass du das nicht mehr so schön findest, weil auch ein Gebirge ist eine chaotische Struktur. Da kommt mal ein hoher Berg und ein mittlerer Berg und ein kleiner Berg und wieder ein hoher, ein ganz hoher, ein kleiner und ein mittlerer. Und es geht so wild durcheinander. Und wenn Kinder Berge malen, dann kann sein, dass du die da so zickzacklinienmäßig aufsteigend hast, eben ordentlich. Das heißt, Ordnung ist, es gibt eine Ordnung und man hält sich dran. Unordnung ist, es gibt eine Ordnung und man hält sich nicht dran. Und Chaos ist, es gibt keine erkennbare Ordnung. Was bedeutet, dass viel, was wir chaotisch nennen, vielleicht doch einer Ordnung folgt, nur wir erkennen sie noch nicht. Das berühmteste Beispiel ist natürlich das Wetter, weil das, was wir heute Chaoswissenschaft, Chaostheorie, Chaosforschung nennen, kommt ja ursprünglich aus der Meteorologie. Und man kann da eigentlich davon ausgehen, dass wenn wir einen unfassbar potenten Computer hätten, also den Quantencomputer, der demnächst vermutlich entwickelt werden wird, der übertrieben gesagt jedes einzelne Molekül berechnen kann, dass der dann schon längerfristig voraussagen kann, wie das Wetter ist. Im Augenblick, glaube ich, können sie es 2 bis 3 Tage. Und das heißt, ich sage nicht, dass das Wetter keiner Ordnung folgt. Ich sage nur, wir können sie nicht erkennen. Und das kommt halt sehr schnell im Beziehungsbereich, dass wenn viele Elemente miteinander interagieren, dann entstehen Prozesse und Muster, die wir nicht mehr verstehen. Dann empfinden wir es als chaotisch. Und in der Veränderungsarbeit ist es so, dass Leute häufig mit einem Problemzustand kommen, und ich habe das extra so betont, Problemzustand, weil es wird meistens als stehend empfunden, also ein State. Denn wenn sich's verändern würde, das Problem, wenn es im Fluss wäre, wenn es jeden Tag anders wäre, dann würden die Leute meistens nicht zum Coaching kommen, weil sie kriegen ja die Veränderung mit. Aber nee, Coaches kommen ins Coaching und sagen, ich habe ein Problem und ich habe das seit 10 Jahren und es ändert sich nicht und es geht nicht weg, es wird einfach nicht besser. Das heißt, wir haben einen Zustand. Und Veränderungsarbeit ist normalerweise gewünscht, dass wir von einem Zustand, den wir als unangenehm empfinden, zu einem anderen Zustand kommen, den wir als eher angenehm empfinden, also von Punkt A zu Punkt B. Und um von diesem einen Zustand zu dem anderen Zustand zu kommen, müssen wir immer durchs Chaos. Und das ist auch der Weg der Heldenreise. Das heißt, die Heldenreise ist nach Christopher Vogler, Joseph Campbell, Jordan Peterson, wie sie alle heißen. Die Heldenreise, der Held startet in einer vertrauten Welt, die einer bestimmten Ordnung folgt, stürzt sich dann kopfüber ins Chaos, wo er dann normalerweise nicht weiß, welches komische Viehzeug hinter der nächsten Ecke lauert, erlebt Veränderungen, erlebt Überraschungen und wenn es gut ausgeht, was Heldenreisen meistens tun, taucht er wieder auf, neugeboren und erneuert auch die Welt und stellt eine neue Ordnung her. Und nach Jordan Peterson gibt es diese Elemente schon von Anfang an in der Bibel. Und Jordan Peterson sagt, die Bibel beginnt mit einer wunderbaren Metapher für den optimalen Punkt zwischen Ordnung und Chaos, nämlich das Paradies. Das Paradies wird beschrieben als Walled Garden, also ein Garten mit einer Mauer drumherum. Und das ist genau diese Kombination, diese Balance. Das heißt, der Garten, das ist das Chaos der Natur, aber ein bisschen gezähmt. Also
Es ist halt ein Garten und kein Urwald. Und die Mauer, das ist das angenehme bisschen Struktur, Ordnung und Schutz, den das bietet. Aber es ist halt auch nicht eine Großstadtwüste. Ach ja, und dann sagt Jordan Peterson den schönen Satz, aber kein Garten ohne Schlange und die Schlange bringt das Chaos. Er hat da übrigens eine wunderbare Geschichte, wie das Chaos in die Ordnung einbricht, weil die meisten Leute empfinden es im Leben, zumindest in der ersten Hälfte, eher als Problem, dass sie zu viel Chaos haben. Das mit dem zu viel Ordnung ist ganz so typisch Midlife-Crisis, wo man dann irgendwie ausbrechen will und nochmal ganz verrückte Sachen machen. Aber Jordan Peterson, der sich ja als Hochschullehrer vielfach auch an Studenten gewandt hat, hat da so eine wunderbare Geschichte, wo er das so richtig toll erklärt, wie das ist, wenn das Chaos in die Ordnung einbricht. Und er sagt das so übertragen auf deutsche Verhältnisse. Stell dir vor, du hast gerade Abitur gemacht und hast auch eine gute Note und hast schon Pläne, bewirbst dich also an irgendeine Hochschule, willst dann studieren, willst einen Abschluss machen, willst den Beruf machen und hast so eine Idee, wie dann dein Leben weitergeht, vielleicht irgendwo Auslandsaufenthalt, irgendwann Familiengründung, was weiß ich, sieht alles gut aus und du freust dich drauf und alles schön und eines Tages kommt dann der Brief von der Universität, wo du dich beworben hast und du machst den Brief auf und da steht drin, dass du in der Aufnahmeprüfung durchgefallen bist. Ups. Und das ist der Punkt, wo Jordan Peterson sagt, jetzt bricht das Chaos in dein Leben ein. Der Boden unter deinen Füßen tut sich auf und ein Abgrund verschlingt dich. Weil, Schock Nummer eins, indem du die Prüfung nicht geschafft hast, bricht erstmal die gesamte Zukunft weg. Das heißt, du hattest Ziele, du hattest langfristige Ziele, die kannst du jetzt alle dir sonst wohin schmieren, die sind alle weg. Noch schlimmer, du guckst die Vergangenheit an und überlegst dir, habe ich mir das alles nur eingeredet? Bin ich auf dem falschen Weg? Schätze ich mich selbst ein? Waren meine guten Noten bisher vielleicht fake? Und dann Blitzeinschlag in der Gegenwart. Wer bin ich überhaupt? Ist mein Bild von mir möglicherweise ganz anders, ganz falsch? Das heißt, ein so ein Brief von so einer Stelle reicht, um dein gesamtes Leben ins Chaos zu stürzen. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo du Coaching oder Therapie nimmst, wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht mit irgendjemand redest, um Hilfe bittest und dringend einen neuen Zustand von Ordnung suchst. Eine höhere Ordnung. Eine höhere Ordnung, die das, was dir gerade widerfahren ist, irgendwie natürlich mit beinhaltet. Und Jordan Peterson bringt dann noch die beiden Beispiele für zu viel Chaos und zu viel Ordnung. Das Beispiel für zu viel Chaos ist die Sündflut. Das Meer, das Wasser, was sowieso ein Symbol für Chaos ist, für Weiblichkeit. Und dieses Wasser spült alles weg. Da hast du auch schon die Idee von Chaos betrachtet von der Seite der Ordnung. Das mache ich in diesem vierteiligen Newsletter, den ich hier unten verlinke. Dass eben dieses Wasser, was drüber spielt, alles gleich macht, alles auflöst. Und wir deswegen ins Chaos kommen. Das heißt, die Sintflut ist das absolute Chaos und die absolute Ordnung, das ist der Turmbau zu Babel. Das heißt, eine steinerne Struktur, die immer höher gebildet wird. Städte sind ohnehin ein ziemlich gutes Bild für diese Art von Struktur, von zu viel Ordnung. Und beim Turmbau zu Babel ist es so schön, dass Gott das nicht gefällt und er deswegen ja das notwendige Chaos reinbringt, indem er die Sprache der Menschen verwirrt. Und dann haben sie eine Balance und können sich nicht mehr koordinieren. Also, wenn du coachst, dich oder jemand anderen, dann musst du die Struktur des Problems, die Problemkonstruktion auflösen. Da ein bisschen Chaos reinbringen. Der nächste Podcast wird sich dann speziell um ein wichtiges Werkzeug dafür kümmern. Der ist dann der 124er. Da geht es nämlich um Zweifel. Und Zweifel ist ein wunderbares Werkzeug, um Chaos in eine Struktur reinzubringen. Du kennst vielleicht diese Formel von Diels, diese alchemistische Veränderungsformel: teilen, verändern, vereinen. Und dieses Teilen, da kann man schon mal ganz gut das erste Chaos reinbringen, weil du baust das Ding auseinander. Also wenn du jemals irgendein Gerät auseinandergebaut hast und da kamen die Teile in Unordnung, weißt du, wovon ich rede. Das ist schrecklich.
Weil plötzlich sind da Teile und ach du Gott, wo gehört denn das jetzt hin? Gehört das an die Stelle oder nein, gehört das da ein? Oder oh, habe ich jetzt einen Teil verloren? Bist du jetzt plötzlich einen Teil mehr? Hast du mal einen IKEA-Schrank zusammengebaut? Ungefähr so musst du dir das vorstellen. Das heißt, du hast die ganzen Teile dann einzeln vor dir, bringst vielleicht noch Teile dazu, nimmst Teile weg, veränderst Teile und setzt es dann wieder neu zusammen in ein neues Zustand. Dann Muster, also irgendetwas, was halt dann wieder funktioniert. Das ist dann der Punkt B. Hier mal so kurz als Einschub, wenn du das Gefühl hast, du könntest mehr Chaos oder mehr Ordnung brauchen in deinem Leben. Das mit der Ordnung habe ich schon gesagt, da ist Ziele eine von zwei sehr guten Möglichkeiten. Die zweite bringe ich gleich noch. Wenn du aber das Gefühl hast, du brauchst mehr Chaos, dann ist der Zufall ein wirklich großartiger Freund. Also, nachdem es schon schwer ist, sich selbst zu verwirren, also sag mal innerlich was, was du nicht verstehst und was dich verwirrt, wirst du merken, das geht nicht, gibt es da den Zufall als Hilfsmittel. Ich habe darüber auch mal irgendwann eine Newsletter-Reihe geschrieben, wie man den Zufall im Selbstcoaching einsetzt. Vielleicht verlinke ich dir auch drunter, wenn ich dran denke. Wenn nicht, schreib mich an, dann schicke ich dir den Link oder ergänze ihn. Aber Zufall, Münze, Würfel, Excel-Zufallsgenerator ist eine wunderbare Möglichkeit, um das Unvorhergesehene, Chaotische ins Coaching und Selbstcoaching einzubringen. Eine etwas abgeschwächte Form des Zufalls hat die Frau Birkenbiel sehr gerne genommen, das ist die ABC-Liste. Denn ABC-Liste bedeutet, dass du irgendwelche Begriffe nach dem Alphabet sortierst. Und das ist normalerweise eine Art von Ordnung, die ist halt inhaltlich überhaupt nicht relevant und deswegen bringt sie ein gutes Maß an Zufall und Chaos rein. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ist halt Reihenfolge, auch eine ziemlich wichtige Ressource ist. Also meines Wissens auch nur im NLP. Ich kenne ehrlich gesagt keine andere Methode, wo Reihenfolge als Ressource angewandt wird. Es gibt im NLP mindestens drei Formate, wo die entscheidende Ressource die Reihenfolge ist. Eines ist von Ted James, das ist die Wertehierarchie, weil du hörst schon im Wort Wertehierarchie. Da geht es um die Reihenfolge Wert 1, Wert 2, Wert 3, Wert 4. Das heißt, ein Wert ist bedeutungslos, weil bei Werten, die auch dem Handlungsbereich zugehören, wo es ja ohnehin schon um Ordnung geht und um Struktur, ist so, dass Werte ordnen und strukturieren und darum ist bei denen die Hierarchie so wichtig. Die beiden anderen Formate sage ich dir gleich. Ich will vorher dir noch was anderes erzählen zum Thema Ordnung und Ordnung erkennen. Nehmen wir mal an, du bist auf einer Schatzsuche und du weißt, du wirst da irgendwann einen riesengroßen Goldschatz finden. Und ich sag dir, wenn du dann am Ende vor der entscheidenden Türe stehst und du weißt, hinter dieser Tür ist der Goldschatz, dann musst du dort an der Türe einen zehnstelligen Code eingeben, einen zehnstelligen Zahlencode. Und du musst dir den unbedingt jetzt merken. Und ich sage ihn dir nur einmal. 11402101176. Hast du ihn dir gemerkt? Okay, ich gebe dir eine zweite Chance. Ich sage dir einen anderen Code. Du musst dir diesen Code merken. Ich sage ihn dir nur einmal und du musst ihn dort eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay. War der zweite einfacher? Wenn ja, warum? Also dein Computer, dein Handy, irgendeine Art von Speichermedium wird sich zwischen diesen beiden zehnstelligen Zahlen nicht scheren, weil das ist beides halt zehn Ziffern, also eine zehnstellige Zahl, kostet gleich viel Speicherplatz. Du sagst nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ist unvergleichlich anders. Und zwar einfach deswegen, in diesen Zahlen erkennst du eine Ordnung. Das sind die Zahlen von 1 bis 10. Und sobald du eine Ordnung darin kennst, wird es einfacher, weil jetzt kannst du dir das merken. Jetzt brauchst du nicht 11402101176, sondern hast eine Reihenfolge. Das meine ich mit Ordnung erkennen. Und bitte glaub nicht, dass Ordnung etwas ist, was langweilig ist, weil bitte denk einfach daran, auf Griechisch heißt Ordnung Kosmos. Das heißt, der Kosmos ist die große Ordnung. Und wir wissen ja,
dass die Körper im Weltall, also die Sterne, die Planeten, alle rein physikalisch einer ganz klaren Ordnung folgen, physikalischen Gesetzen, unglaublich gut berechenbar, wenn da nicht irgendwas ganz Komisches passiert. Wir können die auf Jahrhunderte hinaus und Jahrtausende hinaus vorhersagen, was da passieren wird. Und trotzdem hatten die Leute immer Freude, das anzugucken, Sterne zu beobachten, Astronomie, Astrologie, das Ganze anzugucken. Das heißt, eine komplexe Ordnung ist faszinierend. Denk an Musik. Musik ist so dermaßen ordentlich. Die ganzen Töne bauen in klaren Schwingungsverhältnissen aufeinander auf. Es gibt die Harmonie, die Intervalle, die. Gerade in der Barockmusik gibt es bestimmte Zahlenverhältnisse, die da immer drin vorkommen. Kunst allgemein, Malerei, Architektur, Literatur. Auch da gibt es natürlich eine Ordnung, angefangen von der Grammatik bis zu sonst irgendwas. Und, um beim Kosmos zu bleiben, natürlich auch die Kosmetik. Weil Karl Kraus meinte mal den Satz, Kosmetik ist die Lehre vom Kosmos des Weibes. Da hat er von der Wortgeschichte her eigentlich ganz recht, aber Kosmetik heißt eigentlich nur die Kunst, sich zu ordnen. Und von daher, wenn du ein Problem hast und das Problem kosmetisch lösen möchtest, wäre das eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil da würde es bedeuten, dass du das Ganze ordnest. Aus meiner Perspektive ist natürlich mit das Genialste zum Thema Ordnen. Modeling. Weil da sitzt mir gegenüber sein Wunder, genannt Mensch, und der kann oder ist oder hat irgendwas und das könnte, wäre, hätte ich auch gerne. Und darum muss ich jetzt die Ordnung, die Struktur rausfinden, wie das Ganze funktioniert und dann kann ich das übernehmen mit Modeling. Okay, ich habe dir gesagt, dass im NLP Ordnung eine Ressource ist und da vor allem die Reihenfolge. Und deswegen noch ein kleiner Tipp, wenn du mal demnächst irgendwie unterwegs bist und du wirst beflirtet, und du willst eigentlich nicht. Und du wirst nach deiner Telefonnummer gefragt und du willst eigentlich nicht. Dann als Kompromiss sagt dem anderen Menschen, du, ich gebe dir gerne die Ziffern meiner Telefonnummer. Ordnen musst du sie selber. Zum Beispiel meine Telefonnummer ist 011 233 56 777. Nicht in dieser Reihenfolge, in einer anderen Reihenfolge. Und das mit der Reihenfolge. Das haben wir im NLP in mindestens zwei Formaten und beide sind von Robert Dills. Das eine ist das Disney-Format, weil da geht es um Träume, Realist und Kritiker. Und der Trick bei Disney war, dass er diese drei inneren Anteile, die jeder Mensch in sich hat, in einer ganz bestimmten Reihenfolge nur verwendet hat. Nämlich zuerst der Träumer, danach der Realist und als drittes der Kritiker und dann wieder der Träumer. Das heißt, immer in dieser Reihenfolge. Dabei ist ganz wichtig, dass niemals auf den Träumer der Kritiker folgt, weil der Kritiker macht den Traum kaputt. Das heißt, hier ist die entscheidende Ressource die Reihenfolge. Und das andere Format, nicht ganz so bekannt, aber mindestens genauso gut, ist Metamirror, auch von Dills, wo es darum geht, innere Anteile oder Selbste, je nachdem, wie du spielst, in eine Reihenfolge zu bringen, wodurch sie ressourcevoll werden. Also da ist die Idee, dass du innerlich bestimmte Instanzen hast, die aufeinander folgen. Also es geht um Konflikt und wie gehst du im Konflikt mit dir selbst um und wie gehst du mit dir um, wenn du so mit dir umgehst und wie gehst du mit dir um, wenn du so mit dir umgehst, wenn du so mit dir umgehst und so weiter und so fort. Und so werden bestimmte Schichten des Selbsts definiert und dann geht es darum, dass man die in irgendeine Reihenfolge bringt, wo sie gut wirken, also ressourcevoll. Und das sind zwei Formate, wo die Reihenfolge die entscheidende Ressource ist. Zum Abschluss noch ganz grundlegend, wie du die Ordnung in dein Leben reinbekommst. Ich gehe mal wieder zu einem der Anfangsbeispiele zurück. Und zwar angenommen, du hast ein unordentliches, unaufgeräumtes Zimmer oder einen ganzen Keller oder einen Dachboden. Und du willst da jetzt Ordnung reinbringen. Und du stehst da mitten in diesem, ja, viele sagen Chaos, aber es ist kein Chaos, es ist Unordnung. Und du willst da Ordnung reinbringen. Was machst du, um da Ordnung reinzubringen? Natürlich, du sortierst. Und wie sortierst du? Indem du unterscheidest. Unterscheiden heißt übrigens auf Lateinisch diskriminieren. Und ich habe dir vorhin schon gesagt, dass diese Kategorie Ordnung eher politisch rechts verortet ist. Das heißt, dieses Unterschiede machen zwischen Menschen, was eben auf Lateinisch diskriminieren heißt.
glaube ich, würdest du tendenziell eher mit rechts verbinden, während halt links so die Idee ist, alles ist irgendwie gleich. Aber ich gebe dir einen Tipp, wenn du ein Zimmer aufräumen willst und alles gleich ist, dann wird das Zimmer nie aufgeräumt sein. Oder es entsteht halt eine Art von Ordnung, wie sie in manchen linken WGs und Wohnprojekten als Ordnung gilt, weil halt alles einfach irgendwo rumliegt, weil es ist ja auch alles irgendwie gleich. Aber nehmen wir an, du würdest sortieren wollen. Dann verwendest du das, was wir im NLP nennen, Sorting Styles. Und diese Sorting Styles heißen ja auch Wahrnehmungsfilter oder Metaprogramme. Das heißt, die Metaprogramme sind, kurz gesagt, das, wonach du die Welt sortieren kannst. Und da gebe ich dir zum Schluss noch eine Idee für eine Übung, die du jederzeit zwischendurch machen kannst und die echt Spaß macht. Und zwar denk dir mal 10 Menschen. Oder wenn du das nächste Mal in eine Gruppe von Menschen gehst, in ein Wartezimmer oder in Bus, U-Bahn oder ein Seminar. Und guck dich um und stell fest, wer um dich herum ist. Und dann überleg dir verschiedene Arten, wie könntest du diese Menschen jetzt sortieren? Nach Alter, nach Schönheit, nach Gewicht, nach Größe, nach Einkommen. Es ist spannend. Man kann den Leuten zum Teil, ich weiß nicht, ob ansehen, aber man kann Vermutungen stellen, ob das eher geldige oder ungeldige Leute sind, nach Intelligenz. Auch da gibt es erstaunlich spannende Hinweise, wie man da so guckt. Und jetzt könntest du dir überlegen, wie andere Menschen vielleicht sortieren würden. Und es ist mir sehr aufgefallen. Also, wenn ich mir eine Gruppe von Menschen angucke, oder sag mal so, stell mal eine Gruppe von Menschen vor, und ich sag dir, wenn du dir diese Gruppe von Menschen anguckst, siehst du auf den ersten Blick, da gibt es zwei verschiedene Arten von Menschen. Und jetzt ist die Frage, was fällt dir zuerst ein? Ich glaube, das häufigst genannte ist Männer und Frauen. Alt und jung kommt auch sehr gerne. Und ich fand es so lustig, wie meine Tochter früher oft in Seminaren dabei war, hat sie manchmal hinterher gesagt, wie schade, wieder kein Kind da. Und dann ist mir aufgefallen, diese Einteilung in Kinder und Erwachsene, die wäre mir nicht unter den ersten 20 aufgefallen. Oder überleg mal, du gehst in eine Seminargruppe und stellst fest, ups, ich bin der einzige Katholik. Da würde man auch sagen, sorry, was hast denn du für ein Sortierprogramm? Du sortierst hier nach Religion oder was ist los? Die Sortierung nach Hautfarbe ist schon üblicher heutzutage, dass man darauf achtet. Und die Paradoxie, die zum Teil im linken Denken ist, ist ja, dass du die Unterschiede wahrnehmen musst, um sie nicht wahrzunehmen. Aber das verdient fast einen extra Podcast, was das für eine merkwürdige Paradoxie macht. Gut. Also, Ordnung ist so eine Art Medikament. Ordnung ist eine starke Intervention. Ordnung ist eine Substanz, die kann man innen drin hinzufügen oder wegnehmen. Wenn du mehr Ordnung im Leben brauchst, dann lege Ursachen und Ziele fest und beginne zu sortieren. Wenn es dir anfangs zu schwer fällt, deine Wohnung zu sortieren, dann sortiere halt einfach deine Innenwelt und beginne im Erkenntnisbereich, also im Mentalen zu. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr von dem anderen, ich nenne es mal weiterhin Chaos, dann ist eine gute Idee, dass du erstens den Zufall nutzt und zweitens auf äußere Impulse reagierst. Überleg mal, du würdest beim nächsten Mal, wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist, an jeder Weggabelung, an jeder Kreuzung, kurz vorher irgendeine Person, die vor dir läuft, auswählen und sagen, wenn dieser Mensch geradeaus geht, biege ich ab und wenn der Mensch abbiegt, gehe ich geradeaus. Und an der nächsten Weggabelung nimmst du eine neue Person und machst das Gleiche. Sodass dein Weg abhängt von dem, was andere tun. Und das wäre auch eine Qualität des Beziehungsbereichs. Du lässt dich beeinflussen. Du lässt dich in gewisser Weise sogar steuern. Und da höre ich auf mit dem Satz von Keith Johnson. Beziehungstyp, auch einer der Virtuosen des Chaos, der hat immer sehr geguckt, wie er Chaos in bestimmte Improvisationen reinbringen kann, damit halt irgendwas passiert. Und er meinte, Beziehung entsteht, wenn ein Mensch von einem anderen Menschen kontrolliert wird. Ah, das Wort kontrollieren ist ziemlich hart, aber er hat es gesagt, sagen wir beeinflusst. Das heißt, Ordnung und Beziehung ist auch ein ganz heikles Thema.
Ah, ist fast wieder ein extra Podcast. So, als kurze Andeutung, du weißt vielleicht, es gibt eine bestimmte Fraktion in der Aufstellungsarbeit, die der Meinung sind, dass gerade Familienstrukturen auf eine ganz bestimmte Art aufgestellt werden müssen, dass zum Beispiel zuerst der Vater kommt und dann kommt die Mutter und dann kommen die Kinder dem Alter nach. So ist das ordentlich. Jetzt könnte man sich fragen, warum wird in dieser Reihenfolge der Familie das Sortierprogramm gewechselt? Also warum werden Vater und Mutter nach Geschlecht sortiert und die Kinder nach Alter? Kann ich das nicht so machen, dass ich sage, ich sortiere die Eltern und die drei Kinder vom männlichsten zum weiblichsten? Und ich gucke mir mal die drei Kinder an und sage, wer von den drei Kindern ist denn das männlichste? Wer ist denn das weiblichste? Und vielleicht ist dann Papa gar nicht auf Platz 1. Kann ja auch sein. Oder wenn ich nach Alter sortiere, warum nicht alle? Es gibt ja auch durchaus Beziehungen, da ist die Mama älter als der Papa. Also es ist ganz komisch in dieser Art, dass die Eltern werden nach Geschlecht sortiert und die Kinder werden nach Alter sortiert. Es gibt Kulturen, da würde man sortieren, der Papa und dann kommen die Söhne dem Alter nach und dann kommt die Mama und dann kommen die Töchter dem Alter nach. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ich würde aber grundsätzlich eher davon abraten, in solche Beziehungskonstellationen so viel Ordnung reinzubringen. Gunter Schmidt hat immer darauf hingewiesen, dass das ein ganz großer Unterschied ist zwischen einer Familie und einer Firma, dass die Beziehungen in der Firma viel mehr an einer Ordnung orientiert sind, in einer Familie deutlich weniger. Also Liebe ist auch eine Qualität, die ja durchaus ein Gegenmittel ist gegen die Ordnung an dieser Stelle. Matthias Wager von Kiebit hat ja auch die Psychografie aufgestellt. Er hat das Wort nicht verwandt. Ich glaube, er kannte sie gar nicht. Und dann hat er den Beziehungsbereich Liebe genannt, den Erkenntnisbereich, glaube ich, Klarheit, Wahrheit und den Handlungsbereich Ordnung. Und Ordnung und Liebe könnte man dann auch wieder als Gegenpole sehen. Ach, ich höre jetzt einfach auf, sonst rede ich mich hier noch im Kotz und Kopf und Kragen. Das war's mit diesem Podcast Nummer 1, 2, 3, die ordentliche Zahl für das ordentliche Thema. Und nächste Woche geht's weiter und dann zweifeln wir, was das Zeug hält. Bis dahin, viel Spaß mit deinem Leben in aller Ordnung oder im Chaos oder in Ordnung, wie du möchtest. Bis dahin, tschüss.